Hallo Leute und herzlich willkommen bei LAS, wunderbare Welt der Geschichte. Ich bin Lars und ich wollte mir heute mal wieder mit euch zusammen ein YouTube-Shorts zu einem historischen Thema angucken, diesmal zu den NS-Ordensburgen. Wir gucken uns zusammen das Video an. Ich mache immer dann Pause, wenn ich was Inhaltliches zum Video zu sagen habe. Und hinterher fasse ich das ein bisschen zusammen und erkläre, warum ich inzwischen zu der Überzeugung gelangt bin, dass eigentlich 90% aller historischen YouTube-Shorts kompletter Schrott sind. Gut, starten wir mal direkt rein. Jenes Ordensburg war die Ausbildungsschmiede der zukünftigen NS-Elite-Soldaten sowie Generäle. Da fängt es schon an. Das sprachliche Bild Ausbildungsschmiede ist schon ein bisschen schief und es ist auch schon eine klar wertende und ästhetisierende Sprache, hier von einer Schmiede zu sprechen. Also in der Schmiede wird ja Metall, Stahl, Eisen geschmiedet. Da steckt schon so eine Bildsprache drin von Härte, von harten und starken Dingen, die dort produziert werden. Dann NS-Elite-Soldaten sowie Generäle. Das klingt alles total elitär. Man muss sich aber vor Augen führen, diese Ordensburgen dienten auch der militärischen Ausbildung, waren aber in allererster Linie Ausbildungsstätten für Funktionäre des NS-Staats und nicht so sehr für die Soldaten. Also das ist schon mal eine inhaltliche Ungenauigkeit, hier von Elitesoldaten zu sprechen, also in erster Linie von Elitesoldaten zu sprechen. Und das, so eine gewisse Suggestion zieht sich dieses ganze Video hindurch. Die Planung oblag dem Reichs. Gut, dann das nächste Problem mit diesem Video und das Problem haben sehr viele History-YouTube-Shorts, ist, dass da Musik dahinter gelegt wird. Und zwar in diesem Fall Sweet Dreams von Eurythmics bzw. von Marilyn Manson. Es gibt andere Videos, die habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Da wird dann Lay All Your Love on Me von ABBA dahinter gelegt. Dieses Hinterlegen der Videos mit Musik kommt aus TikTok. Also das ist ein Trend, der aus TikTok hier reingeschwappt ist, sozusagen auf YouTube und besonders auf YouTube Shorts, weil ja das Format ganz ähnlich ist wie TikTok. Und dieses Hinterlegen von History-Videos mit Musik sehe ich sehr kritisch, weil das die Inhalte nochmal emotional auflädt und ästhetisiert. Und gerade diese Marilyn Manson-Version von Sweet Dreams, die hat schon so eine eigene, Bildsprache, Tonsprache, die das Ganze nochmal in so eine Gruselästhetik überführt und damit also dem historischen Bildungsauftrag, wenn es den hier überhaupt gibt, also den würde ich hier bei solchen Videos nicht mal mehr unterstellen, diesen historischen Bildungsauftrag nochmal komplett in Bärendienst erweist und das Ganze komplett kommerzialisiert, komplett auf Entertainment polt und das Ganze sozusagen zu so einer Gruselveranstaltung macht. Dann geht es hier weiter mit so schon fast Leni Riefenstahl-esken Kamerafahrten über diese Ordensburg. Leiter Robert Lee, dem Chef der Deutschen Arbeitsfront. So, nächstes Problem, also eigentlich gleich zwei Probleme. Ein Problem gibt es noch mit der Musik. Durch die Musik kann man teilweise hier das Gesprochene schon gar nicht mehr verstehen in den Videos. Und das zweite ist, die Stimme, das ist ja keine Moderatorenstimme, also das ist nicht sozusagen abgelesen, so wie ich manchmal Texte ablese, sondern das ist ein Text-to-Voice-Programm, das einfach nur den Text, der hier steht, in Stimme umwandelt, also in eine Computerstimme umwandelt, wodurch dann unter anderem Robert Ley, der Chef der Deutschen Arbeitsfront, falsch ausgesprochen wird. Und was jetzt bei diesen Shorts komplett zu kurz kommt, ist eben, dass hier nicht eingeordnet wird, ja, was heißt denn Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront? Wer ist Robert Ley? Was ist die Deutsche Arbeitsfront? Das wird hier alles gar nicht gesagt, auch nicht im Laufe des Videos. Also an sowas kranken diese Shorts komplett. Es gibt nicht die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Es wird nicht in die Tiefe gegangen, sondern es werden die ganze Zeit nur so Buzzwords rausgehauen, eben
Kaderschmiede, Elitenschmiede, Ausbildungsschmiede, Reichsleiter Deutschen Arbeitsfront, Deutsche Arbeitsfront, Reichsleiter. Und dann hier oben auch, was mir grundsätzlich schon übel aufstößt, so rot unterlegt, weißer Text, Vogelsang, World War II, Ausrufezeichen. Also ein Eyecatcher, der eigentlich keinerlei Aussagekraft hat. Am 24. April 1936 wurden die drei Ordensburgen in einem Festakt an Adolf Hitler übergeben. Auch das, ja, was sagt uns das? Also was ist die Aussagekraft dieses Textteils? Du hast eine Minute Zeit, um dieses Video zu produzieren, und einer der Points, der Talking Points, die du abarbeiten willst, ist, an welchem Tag die eröffnet worden sind. Das ist interessant, wenn du eine Führung über dieses Gelände machst, um das Gespräch am Laufen zu halten. Aber wenn du eine Minute Zeit hast, den Inhalt, also einen historischen Inhalt zu den NS-Ordensburgen zu machen, dann ist das Datum 24. April 1936 irrelevant. Wäre es der 20. April, dann wäre es sozusagen ja Geburtstagsgeschenk an Hitler. Okay, könnte ich verstehen, aber 24. April 36, was sagt uns das? Es sagt uns eigentlich nichts, wenn man es nicht weiter erklärt. Alle damals führenden Generäle haben diesen Ort besucht. Was sind alle damals führenden Generäle? Was sagt uns das? Auch hier, was soll ich mit dieser Information anfangen? Das stellt heraus, dass diese Burgen irgendwie eine Signifikanz fürs System hatten, aber welche Signifikanz? Ist das ein Qualitätsmerkmal für diese Ordensburgen? Was soll uns das sagen? Und wer sind diese führenden Generäle? Also sind damit irgendwie die SS-Obergruppenführer gemeint? Ist damit nur Himmler gemeint? Sind damit die Feldmarschalle der Wehrmacht gemeint? Welche Generäle sind damit gemeint? Riesige Türme, Mauern und Sportanlagen. In Vogelsang wollte das Hitler-Regime seine künftige Elite formen. Ja, und ja, okay, wir haben jetzt schon wieder kunsthistorische Ausführungen zu diesem Ort. Hier wird gesagt, riesige Türme und bla bla bla. Das ist alles, also da wird auch mit, also man merkt diesem Video auch an, da wird so total baff auf diese monumentale Architektur geguckt, und dann sagen die da, dann bringen die da hier auch irgendwie sozusagen Form und Inhalt ineinander, ne? Monumentale Architektur, in der die Elite geformt wird. Ja, sag doch mal konkret, was Elite in dem Fall bedeutet, ja? Also Elite im Kontext der NS-Ordensburgen heißt SS. Leitungsfunktionen, also letztlich die Funktionäre der NS-Mordmaschinerie. Das kommt in diesem Video aber überhaupt nicht durch. Stattdessen weitere Kamerafahrten im Leni-Riefenstahl-Stil. Es ist ein gigantischer Komplex. 50.000 Quadratmeter umfassten allein die Gebäudeflächen. Gigantischer Komplex, also auch hier wieder Buzzword, gigantisch. Und 50.000 Quadratmeter, das sind... was ist das? 100 Meter lang, 500 Meter breit oder andersrum, 200 mal 250 Meter. So groß ist das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also rein von der Grundfläche. Vogelsang gehört mit zu den größten Bauprojekten des Zweiten. Auch hier, so eine, ich weiß nicht, ob das hier Arno Breker ist, aber auch hier so eine Arno Breker-eske Statue. Was soll uns das sagen? Weltkrieges. Jenes Ordensburg befindet sich in der Eifel und ist frei besuchbar. Jenes Ordensburg. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Also man kann dieses Video zusammenfassen mit krasses Bauwerk, Grusel, Grusel. Wir haben im Hintergrund Marilyn Manson, Sweet Dreams, und haben aber über die NS-Ordensburg ein paar technische Details gelernt. Und dass die irgendwie wichtig war für den Nationalsozialismus und dass da die Eliten ausgebildet wurden. Uhuhu, krass, krass, krass. Und damit sind wir jetzt bei dem eigentlichen Punkt, den ich mit diesem Video hier machen will. Ja? Diese Art von Geschichts-YouTube-Shorts sind komplett sinnentleert, komplett entpolitisiert, komplett ahistorisch. Wir haben eigentlich über die Geschichte dieses Ortes, dieser Ordensburg-Vogelsang, haben wir eigentlich nichts gelernt. Wir haben ein chronologisches Datum gelernt, ansonsten eigentlich gar nichts. Wir haben die ganze Zeit nur die Architektur gesehen. Da wird nicht erklärt, was bedeutet diese Burg im Gefüge des NS-Staates. Welche Funktion hat die da? Was lernen denn die Schüler da?
habt ihr uns hier gerade nicht erklärt. Was lernen die Schüler da konkret? Da heißt es ja irgendwie Elite-Soldaten. Ist das also so eine Art Bootcamp, wo Soldaten einfach lernen, gut zu kämpfen, also irgendwie schießen lernen, durch den Schlamm kriechen lernen, sich tarnen, lernen die das? Oder ist das mehr so eine Offiziersschule, wo irgendwie Personalführung und Strategie gelehrt wird und irgendwie Stellungen planen und Schlachtkarten lesen oder und was weiß ich, was Offiziere können müssen? Wird das gelehrt? Oder werden da NS-Inhalte gelehrt? Ist das letztlich nochmal ein weiteres Indoktrinierungsinstrument des NS-Staats gewesen? Ich würde sagen, letzteres. Kommt aber im Video nicht vor. Auf diesen Burgen, diese Burgen waren explizit dazu da, SS-Eliten auszubilden. Was konkret heißt, da wurden Leuten die NS-Ideologie nochmal verstärkt beigebracht. Denen wurde beigebracht, die weiter zu vermitteln, eben dann an ihre SS-Soldaten, an die HJ, an die Leute in der Deutschen Arbeitsfront oder im BDM oder eben in den ganzen anderen SS-Organisationen, Unterorganisationen. So, und das war letztlich der Ort, wo die nächste Generation der Funktionäre der NS-Mordmaschinerie ausgebildet worden ist. Ja? Habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ne? Wenn sowas in dem Video nicht vorkommt, dann kommt das auch nirgendwo sonst vor. Und das ist ein riesiges Problem, weil ich kann das inzwischen einigermaßen repräsentativ beurteilen. Ich kriege ja ständig solche Sachen reingespült, weil ich nun mal als Geschichts-YouTuber mehr Geschichtsvideos gucke und der Algorithmus sagt mir, das könnte dich auch interessieren. Sowas könnte mich interessieren oder irgendwelche Gruselgeschichten über einzelne KZ-Wärter. Und das Problem ist, auf ein YouTube-Shorts von seriösen Geschichts-YouTubern wie Geschichtsfenster kommen irgendwie 15 bis 20 solcher Schrott-Videos, die keinerlei Inhalt haben, die teilweise faktisch einfach falsch sind. Das ist jetzt bei diesem Video konkret nicht so das Problem, aber es gibt einfach viele Videos, die sind faktisch falsch. Oder es sind Videos, die, wie ich das schon mal gezeigt habe, einfach Sachen eins zu eins aus der NS-Propaganda abschreiben. Und das ist dann eben ein Problem. Für mich ist sozusagen die qualitative Unterscheidung zwischen einem Geschichtsfenster-Video und so einem Video einfach, weil ich Geschichte studiert habe. Ich kenne mich mit Geschichte aus, ich kenne mich mit Narrativen in der Geschichte aus, ich kenne mich auch einfach, ich habe auch einfach ein Faktenwissen, mit dem ich imstande bin, solche Videos einzuordnen. Aber der durchschnittliche YouTube-Zuschauer hat das ja nicht. Ne? Also für den durchschnittlichen YouTube-Zuschauer ist es eben einmal Geschichtsfenster, der macht was Seriöses und da lernt man was über die frühe Renaissance, über das Mittelalter und das ist fundiert und ich kann das beurteilen, aber der durchschnittliche Zuschauer kann das nicht. Und dann laufen 20 weitere solche Videos hier durch und da lernt der Zuschauer dann, oh, monumentale Architektur und Eliten ausgebildet. Und man lernt aber nichts über die, man bekommt sozusagen nicht nochmal die Rückkopplung, ja, was heißt denn Elitenausbildung im NS-System? Ja, und das ist total, absolut fatal, weil dann die Leute letztlich unterbewusst mitbekommen, naja, monumentale Architektur und Eliten, die Nazis waren ja schon ziemlich krass. Ne? Und sozusagen die Rückkopplung, die seriöse Geschichtsvermittlung machen müsste, fällt hier komplett unter den Tisch zugunsten von eben Marilyn Manson einspielen, gruseln, Entertainment, Klicks machen. Und das, finde ich, ist wirklich, wirklich fatal. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video etwas mitnehmen. Wenn euch das Video im Großen und Ganzen gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr in Zukunft Videos wie dieses hier nicht verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Alles hilft mir und dem Kanal weiter. In diesem Sinne, bis dann!